Corona-Krise hat tatsächlich zu mehr Unsicherheit in der Schweiz geführt, aber nicht einfach generell und auch nicht etwa im Gesundheitsbereich. Dort ist es stabil geblieben. Es ist wirklich eine wirtschaftliche Unsicherheit, die deutlich auch im Vergleich zu den vorjährigen Befragungen grösser ist. Insbesondere die Furcht vor Arbeitsplatzverlust ist viel grösser geworden. Wir haben unter anderem auch gefragt, was eigentlich die Quelle der Sicherheit ist für die Leute, was ihnen Sicherheit spendet. Und dort haben wir einerseits viel Stabilität, also auch nach dieser Krise oder mit in dieser Krise. Etwas fällt aber auf, im Gegensatz zu der Familie ist der Freundeskreis, ist das soziale Umfeld viel weniger als Quelle von Sicherheit angegeben worden dieses Jahr. Also offenbar scheint so eine Art Rückzug in die Familie stattgefunden haben, der vielleicht auch mit dem Lockdown zu tun hat und dass man mehr wieder auf die Familie zurückgeworfen ist, dass man weniger auch sich auf Freunde, mit den Freunden kann austauschen kann, sich vielleicht weniger auf sie kann verlassen aufgrund von dieser Situation. Das hat eher zu einem deutlichen Einstellungswandel geführt. Es sind grundsätzlich vor allem zwei Sachen, die dazu führen würden, dass die Leute länger arbeiten würden. Das ist zum einen die Möglichkeit, dass man nicht einfach mit einem Schnitt aufhört zu arbeiten, sondern dass man Schritt für Schritt das Pensum der Arbeit abbaut und dadurch aber auch länger bereit ist zu arbeiten. Und zum anderen ist es der finanzielle Druck. Was aber auffällt, ist, dass es eher die Jüngeren sind, die würden sagen, sie würden länger arbeiten, wenn sie Schritt für Schritt abbauen könnten. Und die, die kurz vor dem Rentenalter stehen, sagen das ein bisschen weniger häufig. Dafür spielt dort relativ gesehen der finanzielle Druck eine grössere Rolle und wäre ein wichtiges Argument. Also grundsätzlich wird das als eine der grösseren Risiken und grösseren Gefahren angeschaut, der Klimawandel. Was aber noch auffällt, ist, dass es noch vermehrt eher als globales Risiko angeschaut wird, also als schweizerisches Risiko oder auch als persönliches Risiko. Also es ist eher etwas, das zwar als grosse Gefahr angeschaut wird, aber nicht unbedingt immer nur für einen selber. Es fällt auch auf, wenn man nachher den eigenen Kontext anschaut, dort wird die Landwirtschaft relativ häufig genannt als mögliches Opfer vom Klimawandel, durchaus aber auch Naturkatastrophen, aber weniger direkt der Wohlstand und die Wirtschaft. Also grundsätzlich fällt mir auf, dass den Schweizerinnen und Schweizer eine nachhaltige Finanzanlage durchaus wichtig ist. Und was dort nachher im Speziellen auch wieder auffällt, ist, dass soziale Standards als erstes genannt werden, von 3/4 der Befragten. Etwas weniger, aber immer auch noch sehr häufig werden Umweltstandards genannt. Und eigentlich am wenigsten wichtig, sehr relativ, ist Standard in der Unternehmensführung. Also man will nicht unbedingt in die Firmen reinreden, wie sie sollen in die Firma führen, sondern es ist mehr, dass man möchte, dass auch Firmen die Sozial- und Umweltstandards einhalten. Also was jetzt sicher auffällt im Kontext dieser Corona-Krise, ist, dass die Arbeitsplatzsicherheit viel kritischer beurteilt wurde als in den Vorjahren. Also, dass man das als grosses Risiko für einen persönlich anschaut. Daneben ist aber nach wie vor die Sicherheit der Rente, die viele als nicht gegeben anschauen, aber auch das Risiko von Naturgefahren, vom Umweltschutz und Klimawandel, das wird als grosses Risiko angeschaut, gegen die eher klassischen Themen wie Kriminalität, also polizeiliche Sicherheit, dort fühlt man sich insgesamt nach wie vor als sehr sicher.